was viele Menschen machen, die auf einem spirituellen Weg sind oder die sich spirituell mit sich selbst beschäftigen und mit der Persönlichkeitsentwicklung, ist, dass sie sich irgendwann auf einer Art Plateau befinden und auf diesem Plateau identifizieren sie sich wieder mit der Spiritualität. Das heißt, sie versuchen quasi durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch das Leben im Hier und Jetzt von dieser Identifikation mit Form loszukommen, und gleichzeitig schleicht sich das Ego wieder durch die Hintertür hinein und plötzlich identifizieren sie sich aber dann mit diesem Spirituellen, mit diesem Ich bin spirituell und andere sind es nicht, ich sehe die Welt anders und so weiter. Und es führt dann dazu, dass die Leute zum Beispiel spazieren gehen und nicht gegenwärtig sind, sondern Gedanken in ihrem Kopf hochkommen. Und dann ärgern sie sich drüber, dass da Gedanken im Kopf hochkommen. Es sollte doch nicht sein, ich bin doch spirituell, also warum kommen da Gedanken in meinem Kopf hoch? Und sich dafür zu öffnen, dass selbst die Gedanken, die hochkommen, ja ein Teil des jetzigen Momentes sind, das ist das, was einen dann nochmal weiterbringt, was einen dann komplett löst mit dieser Identifikation und wo man dann auch einen Schritt weitergehen kann und sich weiterentwickeln kann. Und viele bleiben auf diesem Plateau einfach sitzen und ärgern sich dann drüber, dass sie nicht so spirituell sind oder dass der Kopf nicht so will, wie eigentlich der Verstand oder dass man selbst will, weil man es eben so gelesen hat. Also eine gute Methode, um da ein bisschen weiterzukommen, ist anzuerkennen, dieses Gefühl anzunehmen, dass man eben noch nicht komplett gegenwärtig ist in dem Moment. Und sobald man dieses Gefühl, ich bin gerade nicht komplett gegenwärtig, annimmt und es nicht unterdrückt oder wegschieben will, in dem Moment wird man dann plötzlich wieder gegenwärtig. Also das nur dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.